Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders. Juhu! ich muss mich noch entschuldigen für den letzten Part. Da war, glaube ich, die Aussteuerung ein klein wenig, wie soll ich sagen, falsch. Ja, also ich war im Grunde viel zu leise im Gegensatz zum Game. Und naja, aber ich denke, man konnte es trotzdem immer noch ganz gut verstehen. So, was habe ich heute vor? Das werdet ihr sehen. Zuerst einmal haue ich dieses Ding wieder weg. So, zack, weil da habe ich mir nämlich was anderes überlegt. Das habe ich nämlich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Aber auf jeden Fall fand ich es doch ganz gut. So, zum einen soll natürlich hier so ein kleines bisschen Büsche sein, ganz klar. Vor allem, wir können ja dann diese Dinge auch ernten. Ne? Das ist ja das Gute daran, hoffe ich. Ja, können wir. Und wenn ich Heilblätter kriegen würde, wäre das besser. Na also. Okay, und dann als Deko-Element diese schönen Zäunchen drumrum. Auch wenn es seltsam klingt, aber ich glaube, das habe ich bei Minecraft mal gesehen. Weil es sieht doch, finde ich, sehr schick aus. Und es hat etwas von Blumenkübel. So, hätte ich jetzt die Pflanzen gelassen, würde man es wahrscheinlich besser sehen. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich brauche mal... Dich nehme ich raus, natürlich. Wir nehmen die Kräuterchen raus. Was nehmen wir noch raus? Irgendwas Spezielles noch. Ich nehme mal die noch raus. Dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, wie das ist mit den Hortensien. Mal schauen. Was können wir noch rausnehmen? Oh ja, ich wollt mal was ausprobieren. Und zwar mit den Dingern hier. Und zwar hier. Ja, warum nicht? So als Deko-Element bei dem Baum. Hat doch auch was, oder? Also kann man doch durchaus machen. Wie ist es da? Okay, da kann ich es nicht hinmachen. Ich kann das wahrscheinlich nur hier an die Wand machen. Ja. Es hat auch was. Das hat auf jeden Fall... auch was. Ja, da kann ich es natürlich nicht platzieren, weil ich da wahrscheinlich den Busch selbst angebracht habe. Aber Moment, vielleicht jetzt... Ja, da geht's. Dann haben wir ein bisschen Blümchen noch mit dabei. So, hier kann man das natürlich auch machen. Ich hoffe zumindest, es geht. Jawohl. Das Ding hier werde ich wieder wegklopfen. Weil das gefällt mir dann doch nicht. Und dann mache ich das hier genauso. Mit den Leitern. So, muss ich nochmal das da weg tun und das da. Dann kann ich den dahin platzieren und den hier. Und dann machen wir da auch noch Leiter hin. Und das sieht echt aus wie... Ups. Blumenkübel. Hoffentlich erwische ich dich jetzt richtig. Ja, gut. So, und dahin. Es schaut wesentlich stylischer aus, finde ich. Ah, und schon sind sie wieder gewachsen. Das ist doch super. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir mal hier. Das ist halt das andere, ne? Wenn ich hinkomme, zack, dann kletter ich natürlich nach oben, ne? So, dann mal ein grünes Büschel. Dann können wir hier mal Blümchen hinmachen. Und ja, da mache ich jetzt halt auch nochmal so einen Büschel hin. Weil ich brauche da unten auch noch ein paar Pflanzen. Ja, damit haben wir eine Topfpflanze, das ist klar. So, dann können wir noch mal hier einen Busch mit hermachen und vielleicht da einen Busch. Und dann haben wir hier eine Blume. Na, das ist doch okay. Oh, haben wir sie schon aufgebraucht. Warte mal, dann machen wir das vielleicht mal dahin. Wir haben ja eigentlich in den Blumentöpfen nie wirklich auch mal diese Pflanzen angebracht. Ich möchte ich dahin haben. Ja, dann muss ich einfach schauen, dass ich noch ein bisschen an Blumen komme, dass wir das noch ein bisschen verzieren können. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Also ich habe wirklich beschlossen, jetzt komme ich nochmal raus, dass mit den Flammen, das schaut definitiv besser aus als diese komischen Lichter, die wir da vorher dran hatten. So, und ich habe diesen Zaun
mittlerweile weiß gefärbt. Es sollte auch, ja, es sieht schon besser aus. Mit dem. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir nämlich hier eine schöne Terrasse. Und wenn ich das Ganze jetzt noch gut mit Steinen mache, dann sollte das auch ganz okay sein. Wie breit machen wir das Fenster? 2? Ja, ich würde sagen 2, ne? 2 ist okay. So, da mache ich jetzt keins hin. Zack. Dann machen wir jetzt einfach mal den Rahmen hier rum. Jupp. So, da kommt die Tür hin. Ups. Jetzt hätte ich das fast vergessen. Ja, gut. Es fehlen natürlich noch ganz viele Steine, das ist klar. Das Problem ist halt wirklich, dass wir nicht so viel weiße Farbe haben. Dazu müsste ich quasi nochmal auf unsere Bauerinsel, auf die erste, also auf die große, dass ich da noch ein bisschen an Farben hole. Ja, das ist doch gut. So. Was heute natürlich mich interessieren würde, wäre noch zusätzlich, wie ich das mit dem Dach mache. So, dazu sollten wir. Ich habe noch ein paar Leitern, das heißt, ich kann hier auf jeden Fall noch auffüllen. Zap, zap, zap. Und wir kommen nach oben. Und wir kommen auch jetzt erst einmal hier nach unten. So, wie mache ich das Dach? Das Dach ist natürlich schon etwas, was am höchsten herausragt. Von daher sollte das natürlich auch von der Farbe richtig passen. Das ist nur die Frage, wo ist das Dach? Ach, da. Okay. Also, ich habe hier diese, ja, sollte man einfach mal probieren, würde ich sagen. Ja. Ich meine, das kostet jetzt nichts. Ich mache jetzt dann einfach mal, ja, 50 Stück jetzt erstmal. Einfach nur, dass wir es erstmal probieren. Dann nehmen wir, und das passt vor allem halt zu den Gargoyles, ne? Oder Gargül. Flachdach weiß ich nicht, ob ich brauche. Dachfürst weiß ich jetzt auch noch nicht, ob ich brauche. Von daher lassen wir das jetzt mal so. Bin noch ein bisschen am Rumüberlegen. Oh, das ist jetzt aber allerdings falsch. Weil ich muss jetzt über die Leiter natürlich nach oben. Ich kann natürlich oben auf der Terrasse auch noch was machen. Mit einer Leiter. Dass ich dann da auch noch nach oben komme. So. Jetzt. Genau. Ist natürlich jetzt genau wieder diese Sache. Dass das Dach. Ups. Ja. Dass das Dach eigentlich in die falsche Richtung geht. Also, und wenn ich dieses Dachteil in der Hand habe, kann ich es nicht drehen. Also ich muss es setzen, muss es hochheben und dann kann ich es erst drehen. Um es dann zum Beispiel da unten hinzusetzen. Ah, schwierige Sache das. So, jetzt weiß ich aber auch nicht, mache ich das da hin? Es ist nicht wirklich sehr sinnig, ne, das dahin zu machen, da unten. Andererseits. Oh, nein. Ja, das. Also, da weiß ich nicht, wieso sie das so gemacht haben. Es hätte im Grunde so schön sein können, wenn die einfach die Blöcke richtig rum gemacht hätten. Wenn ich natürlich hier stehe. Ist es natürlich ganz klar und schön positionierbar, aber nicht beim ersten Mal. Und ich kann die Teile halt leider nicht drehen. Also die kann ich erst drehen, wenn ich sie wieder hochhebe. So, dann machen wir das mal so. Ich finde die Farbe perfekt. Muss ich jetzt echt so sagen. Ich finde die Farbe absolut perfekt dafür. So, hier wird es wieder ein bisschen tricky. Weil hier muss ich ja im Grunde um zwei Ecken rumgehen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt sich anpasst, so wie ich das möchte.
Und es hat's getan, jawohl, gut. So, du gehörst da unten rein. Jawohl. Ja, das ist doch gut. Das ist doch in Ordnung. Ich könnte jetzt halt natürlich auch schauen, dass ich noch vielleicht... Moment, machen wir mal hier noch die drei hin. Dass ich dann jetzt mal den hier mir schnapp. Und dann einfach mal hier noch welche hinsetzt. Boah, ich weiß es nicht, ob das jetzt halt so gut ist. Weil wenn ich das jetzt halt hier so überstehen lasse, dann müsste das normalerweise da doch auch noch überstehen, ne? Obwohl, das kann doch auch einfach da aufhören und fertig. Es muss doch nicht darum gehen, überstehen. Das braucht's nicht. Nee, es braucht's nicht. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Es braucht es nicht. So. Und damit sollte ich... Yes. Also das mache ich dahin. Das ist in Ordnung. So wie ein Vordach eben. Und Moment, jetzt muss ich nur mal vielleicht den hier mir schnappen und da runtersetzen. Yes. Es ist echt ja ein bisschen aufwendig mit dem Gedrehe, aber es geht. Also ich kann mir im Grunde ja auch am Sieb die Teile passend herrichten. Also ich kann ja da die Dachteile mir so bauen, wie ich weiß, dass ich sie brauchen werde. Aber wenn ich da jetzt halt oben stehen bleibe und mir dann quasi die so hinstelle, wie ich sie brauche, dann ist es doch in Ordnung. Also, aber wenn, dann müsste ich doch da nochmal... Ah, jetzt wird schon wieder dunkel, ne? Dann müsste ich doch da eigentlich... Also, Moment. Der muss raus. Das geht nicht. Das muss um die Ecke rum. Und jetzt habe ich eh keine mehr. Also gehen wir mal zum einen runter. Stellen uns mal noch 100 Stück von den Dingern her. Wenn wir nicht eh schon noch wesentlich mehr brauchen. Ja, ich bin natürlich jetzt auf dem Falschen. Da muss ich her. Ja, wir machen gleich 200. Das Dach wird ja ein wenig größer. So, und dann mache ich aber auch trotzdem gleich noch dieses Flachding. Da mache ich jetzt mal 50. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel brauchen werde. Keine Ahnung, aber es kostet keine Mats. Von daher kann ich sie einfach wieder wegschmeißen, wenn es ist. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal. Ja, ich habe im Übrigen 3 Schuppen gekauft, dass ich diese eine Werkbank hier noch bauen konnte. Weil irgendwie bin ich... Ja, ich weiß, hier steht auch eine, aber irgendwie bin ich immer so, dass ich hier an dem Platz das gewohnt bin, dass die da steht. Und da wollte ich jetzt unbedingt eine hinstellen. Ihr habt im Übrigen eigentlich auch gemerkt, dass eine neue Musik spielt. Da war ich auch ein bisschen am Auswählen, was ich denn da jetzt machen kann. Tja, und habe mich eben für diese jetzt mal entschieden. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob euch das gefällt, besser als das andere. Ich denke, irgendwann kann man die andere Musik auch nicht mehr hören. Von daher wollte ich unbedingt mal eine neue Platte auflegen. Und ich finde es jetzt halt nicht so verkehrt. Also ich habe mir wirklich alle nochmal durchgehört. Ja... Und bin zum Entschluss gekommen, dass ungefähr 5 bis 6 von den Liedern in Ordnung sind zum Spielen und andere sind einfach Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Okay, warte mal. Ich bin jetzt halt mal ganz fies. Ich schnapp mir dich. Und du kommst dahin. Und ich schnapp mir dich. Und du kommst dahin. Dann hebt man nämlich das Dach so, wie ich es haben möchte. So, dann setze ich hier einen hin. Und setze hier einen hin. Jawohl, und dann passt es nämlich auch sich wieder an. Ach, gut,
Ich hab schon ein bisschen Schiss gehabt, dass das jetzt nicht hinhaut. Aber, also ich meine, ich habe ja so den ein oder anderen YouTuber habe ich mir natürlich auch immer wieder mal angeschaut. Jetzt schon seit längerem nicht mehr, weil ich einfach jetzt sage, ich bekomme das super hin. Und da gibt es so viele, die da geflucht haben drüber wegen dem Dach. Ey, ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann, ey, dann geht es. Das ist überhaupt kein Thema. Es braucht halt ein bisschen, ich sag mal, Übung, bis man rausfindet, wie man wo was setzt. Da ist zum Beispiel wird's ein bisschen tricky, weil, naja, ihr wisst ja selber, die Dinger, die platzieren sich manchmal so, wie sie sich platzieren wollen. So, aber wenn ich das in der richtigen Reihenfolge mache, dann ist das normalerweise überhaupt kein Problem. Dann passt sich das Dach nämlich auch wirklich so an, wie es sein soll. So. Zack, und das gefällt mir wirklich sehr gut. So, da noch einen hin und da noch einen hin. Dann fülle ich natürlich dieses Loch hier mit den Steinen, das ist ganz klar. Und die zwei natürlich auch. Wenn ich das jetzt allerdings mache, weiß ich ganz ehrlich nicht. Ich kann jetzt natürlich, doch dass ja hier Schluss ist, würde ja jetzt das Dach nach oben gerade weiterlaufen. Tja, also höher möchte ich den Raum im Grunde da innen drin nicht machen. Das ist, glaube ich, zu viel. Ja gut, ich müsste mit einem halben arbeiten. Also wenn ich jetzt halt hier, ich mache das jetzt nur mal als Test, also ich mache jetzt nicht die Decke in dem Stein. Ja, wenn ich da eine Holzdecke reinziehe, dann ist das absolut ausreichend von der Höhe. Totally. Okay, also Leiter kommt jetzt halt auch hier hin. Da ist es schön in der Mitte. Passt. Okay, du musst weg. So, es wäre allerdings jetzt so, dass das Dach, wenn ich das jetzt halt hier hinsetze, dann müsste es... Moment. Zack. Das müsste natürlich jetzt... ich traue mich gerade nicht zu hauen, dass ich nicht das Eck wieder weghaue. So. Und dann müsste hier im Grunde nochmal... Stein hin. Und dann müsste im Grunde ab hier wieder Dach hinkommen. Ja. Und so werde ich das auch tun. So, jetzt ist allerdings die Sache, also hier wird es jetzt schwierig, weil da ist es natürlich problematisch zu platzieren. Ja, das dachte ich mir. Dann muss ich den da hin flanken. So, und dann nehme ich mir aber auch den, weil ich den nämlich ganz frech da hinsetze. Genauso wie eben den hier. Den ich dann dahin setze. Und dann kann ich nämlich einmal und zweimal. Ja, das ist doch. Ah, das ist doch schon wieder sowas von gut, ne? Ja, das da passt natürlich jetzt nicht, das ist klar. Ne? Da war ich jetzt halt ein bisschen zu schnell mit dem Bauen vorher. Moment, aber das kriegen wir gleich. Und am besten gehe ich da in die Ego.
Weil euch hau ich jetzt nochmal weg. So, zack. Dann kann der wieder weg. Und da drüben mache ich das gleiche Theater. So, zack. Und... ups. Zack. So. Ja, und da kann dann eben das Dach weiter nach oben laufen. Ich bin jetzt so gespannt, wie ich das hinkriege alles. Aber ich denke, das haut gut hin. Ich denke wirklich, das haut gut hin. Lass mal dich da hinsetzen. Dann nehme ich dich mal, drehe dich und setze dich dahin. So. Weil dann kann ich nämlich auch hier einfach das Dach mal nach vorne ziehen. So, dann kommst du dahin. Dich muss ich natürlich auch wieder drehen. Und normalerweise sollte das Dach sich anpassen. Jawohl. Wenn ich das dahin setze. Alles klar. So. Zack. Und. Ups. Gut. Jetzt muss hier auf jeden Fall ein gerader Stein rein. Und auch hier am besten zwei. Also das wird jetzt wirklich tricky. Okay, lass uns mal noch mal schnell ein paar von den weißen Ziegeln herstellen. Ich hoffe ja sehr, dass die so langsam halt... Ziegel habe ich ja noch. Ich hoffe ja sehr, dass die hier mal ein bisschen in die Pötte kommen, was das Farmen angeht. Vielleicht sollte ich die Farm auch ein bisschen umstellen. Mehr auf Getreide und sowas. So, wir machen hier auf jeden Fall 100 Stück. Ich meine, die arbeiten schon fleißig da auf dem Feld. Das auf jeden Fall. Weil wenn ich mir jetzt halt hier so die Truhe anschaue... Also da ist schon einiges drin, ne? Hier, der Reis wächst. Ich habe hier nochmal ein paar Weizen angebaut, weil die ja am besten sind. Und die Lilly. Na, sag schon, die Safra. Die Safra, die kocht hier wie ein Weltmeister. Das ist der Hammer. Hier ist immer irgendwas am Brutzeln und am Brodeln. Also die ist wirklich Gold wert. Also für die werde ich wahrscheinlich dann auch das erste Haus dann mal bauen. Ah, mir gefällt der Blumenpott. Ich kann machen, was ich will. Das ist, vielleicht stelle ich hier auch nochmal einen hier so an die Stelle. Okay, das war es aber jetzt halt nicht. Ich wollte... genau, Dach. Dach, Dach, Dach. Wie mache ich das? So. Jetzt hätte ich mich fast nach innen rumgehauen. Was jetzt dann auch nicht schlimm gewesen wäre. So. Wenn ich jetzt allerdings hier anfange mit Steinen, dann müsste ich unten drunter auf jeden Fall schon mal die Holzdecke fertig haben. Wir gucken mal, was habe ich an Holz im Inventory? Oder wir brauchen ja nicht einmal, wir können ja auch sowas machen wie verputzte Mauer. Das sieht ja als Decke auch wahrscheinlich nicht verkehrt aus. Oder wir machen einfach die Netzschnee. Hier diesen silberfarbenen Block. Ihr merkt schon, ich bin am Überlegen, ne? Ich bin am Überlegen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so schlecht ausschaut. Und ich probiere das jetzt ja tatsächlich mal. Hier in der Ecke. Nur mal mit diesen drei Reihen. Ich mache auch den Meißel.
Dann natürlich hier noch. Ja, von innen schaut es nämlich auch nicht aus wie ein silberner Block. Also von innen schaut es eher aus dann wie eine weiße Decke. Eine weiße Decke ist doch nicht verkehrt. Oder halt ein bisschen dunkler, das ist ja egal, ne? Ich glaube, das können wir machen. Eine kurze Fischbar. Ja, das mache ich. Ich mache das jetzt so. Du hast im Übrigen vergessen, hier dieses Fenster einzusetzen, ne? Das ist dir schon klar. So. Dann ziehen wir mal hier ganz kurz ein bisschen Decke. Man kann natürlich im Schlafzimmer zum Beispiel ja auch wieder eine andere Farbe machen. Da könnte man ja jetzt ja dann wirklich anfangen und sagen, ey, wie wäre es denn mit Hellblau zum Beispiel? Das macht bannig großartig Spaß. Was? Das geht ja relativ schnell. Ich darf nur nicht zu weit rausziehen, weil sonst ist nämlich die Mauer auch halbiert und das möchte ich natürlich nicht. So. Ich hab's auch gleich. Also ich meine, ihr seht ja, das geht relativ schnell. Vor allem, wenn ich dazu noch brabbel, dann sowieso. Wie ich jetzt allerdings da vorne die Ecke mache, das bin ich noch ein kleines bisschen überfragt. Weil das ist natürlich schon etwas tricky. Ich möchte im Grunde so ein ganz normales Dach drauf haben. Aber es ist natürlich an der Stelle hier ein bisschen schwierig. Wenig zu gar problematisch. So, stell mal das Ding hin. Stell mal das Ding hin. Das sieht komisch aus. Also das kann ich auf keinen Fall so machen. Nee. Nee. Nee, nee, das geht nicht. Also ich sollte hier mit dem Dach Schluss machen. So, warte mal, dann euch brauche ich ja nicht den Weiß haben, ne? Wenn dann nur den äußeren. Und dann machen wir lieber die Steine hier rot. Genauso wie hier. Oh, Moment mal. Wie wäre es, wenn das da oben so ein bisschen wie eine versteckte Hütte wäre? Quasi nochmal so eine Art Geheimraum. Weil ich möchte hier, naja gut, da möchte ich eigentlich sowas wie ein Holzgestell drüber ziehen. Das muss ich mal schauen. Aber das hier wäre doch im Grunde so ein bisschen versteckter Raum. So, machen wir den da. Wäre im Grunde, wir haben, da haben wir das Dach hingezogen, okay. Dann nehme ich jetzt mal die zwei da. Weil die habe ich ja dummerweise mit dem Hammer weggeklopft. So, einmal. Yes, gut. Das muss natürlich vorgezogen werden, das ist ganz klar. So, ich brauche auf jeden Fall eine Füllung. Das ist auch klar. Dann ist nur zu überlegen, wenn ich hier irgendwas Geheimes reinmache. Von wo aus ist der Zugang?
Man könnte vom Schlafzimmer aus was machen. So ein bisschen versteckt. Aber dazu ist der Raum jetzt wiederum zu klein. Weil ich mir jetzt gerade dachte, wenn ich jetzt hier nochmal eine Mauer hochziehe. Ja, also da und da quasi eine Mauer nach oben ziehe und hier quasi eine versteckte Leiter reinmache, dass man hier nach oben kommt. Nein, bleib weg. Oh, muss ich mir echt mal überlegen. Auf jeden Fall würde ich sagen, werde ich jetzt erst einmal mir was überlegen. Die Nacht ist fast rum, aber es ist egal. Ich lege mich jetzt mal schlafen. Und dann mache ich mir mal Gedanken drüber, wie man das vielleicht lösen könnte. Im Grunde ist ja der Einzige, der fliegen kann, das bin ich. Es kann sonst kein anderer. Also könnte man... Das Dach gefällt mir echt gut. Man könnte sowas wie bei einem Taubenschlag quasi so eine Atlante-Plattform machen. Die könnte ja zum Beispiel genau über der Spitze von dem Dach da sein, dass ich dahin fliegen kann und dann eben zack, rein. Es kommt ja sonst keiner hin. Also die müssten halt dann über Dach klettern und so weiter. Aber es geht ja eh keiner hin. Wer sollte da hingehen, ne? Weil dann ist auch wieder die Frage, für was? Da könnte ich natürlich so ein paar von den verdorbenen Büchern oder so was reinmachen. Die Schmuddelcomics. Wäre natürlich eine Möglichkeit. So, lass mal gucken. Habe ich denn eigentlich einen von diesen Würfeldingern da? Nein, habe ich nicht. Den kann ich aber doch, glaube ich, herstellen, oder? Lass mal gucken. Ja, kann ich. Und zwar den Farbmischer. Stelle ich jetzt mal einen her. Und dann machen wir uns nämlich mal eine blaue, oder besser gesagt hellblaue Decke oder sowas. Für das Schlafgemach. Ja, warum nicht hier so türkiser Block? So ein bisschen himmelartig. Komm, machen wir uns nochmal 30. Das sollte reichen normalerweise. So. Einmal die Leiter hoch, bitte. Leider kann ich sie nicht hochrennen. Schwupps. So, dann können wir nämlich hier noch ein Dach reinziehen. Also ein ja, von innen denke ich mal, ist das ganz gut. Innen muss ja sowieso noch eingerichtet werden, mit Lichtern auch und so weiter. So, schnapp dir mal deinen Meißel. So, das geht jetzt auch schnell. So, dann muss natürlich das Dach auch weitergehen. Bis daher. Aber irgendwo muss ja ähnlich sein, ne? Und vor allem, es wäre halt auch wirklich gut, ne? Vom Platz her. Haha. Echt schon 1000 Gedanken. Oder man macht über die Leiter im Grunde, dass man dann da reinkommt. Ich müsste halt im Grunde... so eine Art Verschlag bauen. Boah. Echt schwierig, wie ich das mache. Jetzt hau ich erst einmal hier... Dächle hin. Ja, klar ist nicht genug Platz. Ich stehe auch total bescheuert. So kann man es natürlich auch machen, ne? So. Da geht es mir jetzt bloß darum, dass ich die Ecke da reinbekomme. Zack.
So, dann kann ich nämlich den da wieder wegmachen. Du kommst dann dahin. Und dann müsste ich allerdings... Es soll ja nicht allzu hoch irgendwie sein. Also quasi nur so eine Türbreite. Ich kann bloß da keine Tür reinmachen, weil wenn ich eine Tür reinmache, die geht nicht, die kann ich nicht öffnen von der Treppe aus. Also wenn, dann müsste die Tür dorthin. Tja. Da habe ich echt noch was zum Tüfteln hier, ne? Weil da soll ja ein Dach hoch. Hier, zack. An der Stelle. Kann ich sowieso gleich mal machen. So, da soll ja ein Dach hoch. Es ist doch nicht einmal so verkehrt, oder? Wenn ich jetzt halt hier noch das in weiß mache, jetzt bräuchte ich im Grunde, ich hoffe, das funktioniert, den diagonalen Meißel. Ja, der ist aber genau natürlich auf die andere Seite, ne? Ja, das geht nicht. Da müsste ich vielleicht mal mit Schnee oder was arbeiten. Ja, dann könnte man von der Terrasse quasi hier hoch. Boah. Mann, 100.000 Ideen, ey. Wenn es da jetzt noch einen Teleporter gäbe, dann könnte ich den da oben platzieren und könnte mich überall hin teleportieren. Ah, aber gibt's nicht. Okay, für heute würde ich sagen, reicht's jetzt erstmal. Wir haben auf jeden Fall schon mal gut angefangen hier mit dem Dach. Ich finde die Lösung super. Und ich denke, das ist auch hier in Ordnung. Also da wird ja dann noch Dach natürlich weiter fortgesetzt, ist klar. Ups. Schwupp, rein mit dir. Da wird natürlich Dach weiter fortgesetzt, ist klar. Innen bräuchte ich jetzt im Grunde nicht einmal mehr eine Mauer ziehen hier, weil es reichen für so einen Geheimraum, reichen zwei Höhe. Hier in der Mitte hätte ich dann sogar drei hoch. Geheimraum ist auch gut, ne? So richtig geheim ist er ja nicht. Ja, aber ich würde sagen, das reicht für heute. Und wir machen beim nächsten Mal dann an der Stelle weiter. Und ich bin mal gespannt, was ich da noch so fabriziere. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Mit dem Dach und auch mit diesem verdeckten Dingensen hier, was ich da vorhab. Weil hier kann man ja wunderschön raus. Ne, wenn ich, hier kann ich keine Tür ranmachen in dem weißen Teil, aber hier auf der Seite kann ich natürlich eine Tür machen. Könnte ja auch nur eine Schiebetür sein oder so, ist egal. Und dann könnten wir hier die Braustube zum Beispiel reinmachen, hier die ganzen Farbdinger, weil so häufig brauche ich die nicht. Und es hätte zumindest ein bisschen Witz. Ja, das mache ich so. Das mache ich so. Wir werden das nächste Mal hier ein bisschen weiter basteln. Ne? Wir haben ja gesagt, schön alles miteinander, so viel wie geht. Ich mache nur flächentechnisch, mache ich nur immer wieder alleine, weil Blöckchen setzen ist jetzt nicht unbedingt das, wo man zuschauen möchte. Jo, aber ansonsten lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da, wenn noch nicht passiert. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut. In dem Sinn. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wie auch immer. Ciao, ciao.